Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie zur Sprechstunde Altona und freue mich für Ihr Interesse an diesem schönen Sommertag. Mein Name ist Bernd Eckert. Ich bin ja. Chef der Neuroradiologie hier im äh, am Klinik Altona und ähm, möchte Ihnen jetzt anhand von einem kleinen Vortrag ähm, etwas berichten über Hirnaneurysmen im Allgemeinen und auch im Speziellen über die Therapie, über die Risiken, wie wir vorgehen und ähm, hoffe, dass wir dann, dass ich Ihre Fragen beantworten kann. Am äh, Schluss, am Schluss des Vortrags haben wir die Gelegenheit in einem Chat, dass ich Ihre Fragen beantworte. Sie können auch schon während des Vortrags Fragen in den Chat stellen, die ich dann spätestens am Anfang, vielleicht auch wenn ich es mittendurch zwischen den in merke, auch beantworten kann. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann starte ich mal mit der Präsentation. Was ist überhaupt ein Hirnaneurysma? Also Aneurysma ist ja allgemein die Aussackung einer Gefäßwand generell im ganzen Körper. Und ähm, wir sprechen jetzt von Aneurysmen im Gehirn, also Aussackung der Gefäßwand im Gehirn. Und die können ganz unterschiedlich aussehen. Was ich Ihnen jetzt hier einmal zeige, sind zwei verschiedene Aneurysmen. Das auf der linken Seite ist ein größeres. Dieser große Ballon hier, das ist die Aussackung. Und das kann mal so klein gewesen sein und irgendwann ist es größer geworden. Ähm, das sind zwei verschiedene, aber... Es gibt eben kleine und große und man entdeckt sie zu verschiedenen Zeitpunkten und das ist das Bild einer Angiographie. So sehen wir uns das Aneurysma an und können dann anhand des Aneurysmas, der Angiographie, dann überlegen, wie wir es behandeln. Da komme ich jetzt im Weiteren noch zu. Aber das sozusagen erstmal als Grundidee so sieht für uns in der Angiographie ein Aneurysma aus. Was kann ein Aneurysma machen? Warum ist es gefährlich? Das, was am häufigsten passiert, ist ein plötzlicher Einriss in der Aneurysma-Wand und es kommt zu einer Blutung in das Gehirnwasser, weil die Aneurysmen sind umgeben von Gehirnwasser und nach dieser Gehirnwasserschicht kommt es das Gehirn. Also normalerweise kommt es eben zu dieser Blutung ins Gehirnwasser und das verursacht einen ganz plötzlichen und sehr heftigen Kopfschmerzen. Wir nennen das klinisch oder medizinisch Subarachnoidalblutung. Deswegen ist die Abkürzung, daher kommt die Abkürzung SAB. Also diese Abkürzung werden Sie immer wieder hören. Das bedeutet eben Blutung des Aneurysmas in das Hirnwasser. Manchmal ist das Aneurysma so verklebt, dass es nicht ins Gehirnwasser reinblutet, sondern gleich direkt ins Gehirn. Und dann sehen Sie hier auf dem mittleren Bild, also hier in dem CT-Bild, hier sehen Sie die, das Helle hier, das ist das Blut in in dem Areal zwischen dem Gehirn, da ist eben das Gehirnwasser. Oder wenn es ins Gehirn reinblutet, dann sehen Sie hier so ein, ein Hämatom, ein Blutgerinnsel im Gehirn selbst. Ähm, das ist eine Hirnblutung dann. Und was auch passieren kann und dann nicht plötzlich, sondern eher chronisch ist, dass in dem Fall ist es anderes mal hier diese schwarze Kugel, dass das angrenzende Hirngewebe, Hirngewebe komprimiert wird und dann gibt es dort ein Ödem und das kann zu verschiedensten Symptomen führen, in aller Regel zu ähm, Kompressionssyndrom der Hirnnerven. Das werde ich Ihnen gleich noch erzählen, was das bedeutet. Aber so kann ein Aneurysma symptomatisch werden. Was bedeutet das? Wie gesagt, am häufigsten ist die SAB. Und wie äußert die sich klinisch? Das ist ein, ein ganz heftiger und sehr plötzlicher Kopfschmerz, wie der Patient ihn noch nie zuvor in seinem Leben erlebt hat. Kopfschmerzen sind häufig. Es gibt die verschiedensten Arten. Es gibt chronische, es gibt äh, plötzliche, es gibt langandauernde, es gibt kolikartige Schmerzen und so weiter und so fort. Aber dieses ist ein Kopfschmerz, der so heftig ist wie ihn äh, jeder Patient, der es berichtet, noch nie erlebt hat. Also das ist außergewöhnlich. Was hat man sonst noch? Klassischerweise, man hat dann Schmerzen, die gehen vom Kopf in den Nacken. Man hat einen ganz steifen Nacken, Nackensteifigkeit oder Meningismus medizinisch. Und man ist klassischerweise auch sehr empfindlich auf helles Licht. Also man zieht den Vorhang zu. Wenn Sie also irgendwann mal eine solche Situation mitkriegen, dass ein Angehöriger oder ein Bekannter von Ihnen solche Symptome hat, also ganz heftige plötzliche Kopfschmerzen mit, einer, mit einem steifen Nacken und einer Empfindlichkeit ähm, vor Licht, dann denken Sie daran, dass das vielleicht eine Anorismalblutung sein könnte. Ähm, das ist also der klassische Fall, das ist der häufigste Fall. Manchmal blutet es eben auch ins Gehirn. Dann ist es mehr so eine Symptomatik wie bei einem. Schlaganfall, also beim Hirninfarkt, man kriegt dann eben äh, Lähmung, Sprachstörung, Sehstörung, das ist dann ein akuter Notfall und der kommt natürlich immer sofort ins Krankenhaus. Das Problem bei Patienten, die eine Hirnwasserblutung haben, ist die, dass dann manch einer auch gar nicht erkennt, wie ernst die Situation ist, und erstmal noch wartet, bis er zum Arzt geht, oder dann geht er drei Tage später zum Arzt. Dann heißt es, der Patient hat Nackenschmerzen, dann geht er zum Orthopäden. Und äh, erst wenn es dann wieder blutet, weil das muss man ja verhindern, dann wird es äh, wird der Patient so krank, dass allen klar ist, dass er sofort ins Krankenhaus muss. Also es ist nicht so selten, dass die Patienten zu spät ins Krankenhaus kommen. Ja, und das dritte ist die, die, ähm, die Kompression von Nerven durch das äh, Aneurysma. Das gibt da verschiedene Symptome, aber klassischerweise häufig ist es, dass ähm, das Aneurysma auf den Sehnerv, auf den auf den auf einen Nerv drückt, der die Augenkoordination steuert, und dann kriegt man Doppelbilder klassischerweise. Oder das andere ist, es drückt auf den Teil des, auf den Hirnnerven, der die sensible Gefühlsversorgung des Gesichts macht, und dann kriegt man Gefühlsstörung im Gesicht. Also diese Symptome sind häufig, und dann, wenn man sowas bekommt, dann muss man natürlich auch zum Arzt gehen, genauso wie wenn man eine Gesichtslähmung kriegt, also wenn der Mundwinkel runterhängt. Das hat man hier bei Aneurysmen seltener. Ähm, das ist klassischerweise eine Lähmung des Faciales. Hier hat man andere Hirnnerven, die betroffen sind. Deswegen Doppelbilder, Gefühlsstörung im Gesicht. Das könnte durch Aneurysmen hervorgerufen sein. Wenn es zu einer Blutung kommt, dann ist es immer gefährlich. Bis zu 15 Prozent der Patienten sterben sogar, bevor sie das Krankenhaus überhaupt erreichen. Insgesamt versterben bei einer SAB 50 Prozent. Ich weiß nicht, die, diese Zahl ist etwas älter, vielleicht ist es auch etwas niedriger jetzt. Also, ich denke, es sind eher 30 bis 40 Prozent heutzutage, aber es ist dann immer noch eine beträchtliche Mortalität. Und von denen, die überleben, haben immerhin 30, 33 Prozent eine relevante Behinderung. Aber immerhin, und die Zahl ist steigend, bis zu 30 Prozent der Überlebenden können vollständig zu ihrem normalen Leben zurückkehren. Und deswegen ist es eben entscheidend, dass die Patienten. Schnell und rechtzeitig ins Krankenhaus kommen, bevor es zu einer erneuten Blutung kommt. Wie häufig ist das nun? Es ist nicht so häufig und es wird auch seltener. Also äh, vor 30 Jahren, nee, das sind schon 40 Jahre her, vor 40 Jahren hatten wir 10 pro 100.000 Einwohner. Das wären also dann in Hamburg, äh, dann hätten wir 20, das wären also 200 Patienten ungefähr gewesen äh, im Jahr. Das ist dieses, das sind schon etwas weniger, äh, 120 im Jahr. Ähm, trotzdem es gibt insgesamt bei vielen Patienten Aneurysmen. Also das eine sind ja Aneurysmen. Das ist ja für sich erstmal noch keine Gefahr. Das Problem ist, wenn die dann einreißen, dann machen sie eben die Blutung. Und die Häufigkeit der Blutung ist natürlich viel weniger als die Häufigkeit der Aneurysmen. Ganz viele Patienten haben Aneurysmen, ohne dass es geblutet hat. Aber sie tragen eben die Gefahr in sich, dass es mal blutet, wenn sie ein Aneurysma haben. Und das ist immer bei drei Prozent der über 50-Jährigen der Fall. Also es ist eine häufige Erkrankung. Es gibt also die Aneurysmen, die bluten, die führen dann zu einer Blutung, zu einer so eine Darblutung. Ähm, häufig entdeckt man dann im Rahmen der Diagnostik, dass die Patienten ein Aneurysma haben, was geblutet hat und eins, was nicht geblutet hat. Das nennt man dann zusätzliches oder additionales Aneurysma. Aber das, womit wir uns jetzt am meisten beschäftigen wollen, sind die Aneurysmen, die man zufällig gefunden hat ohne dass die Patienten davon überhaupt irgendwelche Symptome haben. Sie tragen dann plötzlich eine Gefahr in sich, von der sie vorher gar nichts wussten. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen, weil das tatsächlich das häufigste Problem ist, mit dem wir zu tun haben. Wenn ein Patient mit einer Blutung ins Krankenhaus kommt, ist klar, was wir zu tun haben. Wir machen eine Diagnostik, stellen fest, dass es eine Blutung ist, eine, eine Submanitalblutung, gucken uns das Aneurysma an und verschließen das. Aber das häufigere Problem ist eben die zufällig gefundenen Aneurysmen. Wie findet man die? Sehr viele Patienten werden aus den unterschiedlichsten Gründen heutzutage im Kernspinn untersucht. Und dann ähm, sind das meistens Ausschlussuntersuchungen, um sicherzugehen, dass nichts Schlimmes vorliegt. Und dann entdeckt man zufällig ein Aneurysma. <laughs> ähm, was macht man jetzt, wenn man dieses Aneurysma nun entdeckt hat? Dann ist es so, dass äh, man erstmal grundsätzlich sagen muss, nicht jedes andere mal muss behandelt werden, das muss man sich in Ruhe angucken. Man muss dann zu den Experten gehen, das heißt, man muss dann in eine Klinik gehen, die sowohl Neurologie als auch Neurochirurgie als auch Neuroradiologie hat. Und dann muss man im Einzelfall die Patienten angiografieren. Ich komme nachher nochmal dazu, was das ist, eine Angiografie und wie das geht. Und wenn man die Angiografie gemacht hat, dann kann man für den einzelnen Patienten sich alle Fakten angucken und überlegen, ob man das anderes nur behandelt oder ob man es nicht behandelt. Und ganz wichtig und ganz wesentlich ist, wie das Mal aussieht. Und das sehen wir in der Ich zeige Ihnen gleich noch mal ein paar andere Beispiele. Ähm, was sind noch Faktoren, die eine Rolle spielen? Wenn es in der Familie eine Geschichte gibt von Aneurysmen, die von Angehörigen, von nahen Angehörigen, die auch ein Aneurysma hatten oder bei denen es zu einer SAB kam, dann wissen wir, wir haben ein erhöhtes familiäres Risiko. Direkt vererbt wird das nicht, aber wir wissen, es gibt eben familiäre Häufung. Das würde dann eher für eine Behandlung sprechen. Wenn wir Risikofaktoren haben wie Bluthochdruck oder Rauchen, gut, Rauchen kann man einstellen, aber Bluthochdruck wäre schon schwieriger, dann ist es auch ein Argument, eher zu behandeln. Wenn die Patienten älter sind, dann wissen wir, dass auch andere Krankheiten eine Rolle spielen und dass das Behandlungsrisiko ansteigt, sodass wir da eher dann zurückhaltender wären bei älteren Patienten. Aber insgesamt ist es so, dass wir dann beim jedem Patienten gucken, wie ist das einzelne Behandlungsrisiko, wenn wir alle Faktoren überprüft haben und dass wir den Patienten dann abwägen. So, jetzt muss ich hier weiterkommen, alles klar. Ähm, es sind so ein paar Dias, die sich nicht im Einzelnen angucken müssen, sondern die ich nur als Überblick mal Ihnen zeige, wie häufig rupturieren nun Aneurysmen. Und da gibt es natürlich eine Masse von wissenschaftlichen Daten. Aber man kann so grundsätzlich sagen, ungefähr das Risiko, dass ein Aneurysma blutet, ist so über den Daumen ungefähr 1 pro Jahr. Das ist natürlich jetzt erstmal nicht viel, aber es unterscheidet sich eben erheblich, um was für ein Aneurysma es sich handelt. Hier haben jetzt die wir jetzt verschiedene Aneurysmen, die wir uns jetzt angucken und Sie sehen da oben eingekreist, eben zum Beispiel ein kleines Aneurysma an der einen Arterie hat ein ganz geringes Risiko aber eine, eine anderen Arterie ein ganz hohes oder deutlich höheres Risiko und so müssen wir eben alle Faktoren in Betracht ziehen und die Größe ist eins die Oberfläche ist das andere also ist es rundes oder ist es unrund und das dritte ist an welcher Stelle im Gehirn es liegt um das mal zu verdeutlichen sehen wir hier mal einen Patienten der hatte ein ganz kleines Aneurysma nicht das sehen Sie hier im Kernspin kaum zu erkennen, wirklich klein, zwei Millimeter. Da würde man sagen, das Blutungsrisiko ist sehr gering. Und ähm, der Patient hat sich zunächst gegen eine Behandlung entschieden. Aber nach acht Monaten hat er dann eine lebensgefährliche Blutung bekommen und ist dann an dem Aneurysma behandelt worden. Sie sehen also da, das ist hier an der Angiografie dieses kleine Aneurysma. Und hier ist das mit kleinen Platinspiralen dann verschlossen worden. Also es ist ähm, eben eine schwierige Entscheidung. Und man muss eben das äh, in aller Ruhe mit allen Fakten, die man dann gesammelt hat, mit den Patienten gemeinsam tun. Wenn man einen mal behandelt, und da komme ich jetzt mit vielen Dias, um die Beispiele zu zeigen, nochmal drauf zu sprechen, dann ist immer die Frage, wie soll man es behandeln? Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Operation, sozusagen ähm, von außen. Die Schädeldecke muss dafür eröffnet werden und es wird dann zu dem Gefäß vorpräpariert und es wird dann von außen ein Clip, ein OP-Clip, Sozusagen, ähm, damit wird das mal abgeschnürt von außen. Das, was wir machen und was heutzutage zunehmend zu 80 Prozent äh, die Behandlung der Anorismen ist, ist die, der Verschluss von innen. Ein Katheter, hier sehen Sie mal als Beispiel, ein kleiner Katheter wird in das Aneurysma eingeführt und dann wird über das Aneurysma solche Spiralen da reingetan, bis das sozusagen vollständig ausgestopft ist und dann thrombosiert das zu und es bildet sich eine neue Oberfläche hier und das Aneurysma ist dann verschwunden. Und weil wir das von innen machen, diesen Aneurysma verschlossen, nennen wir das endovaskulär. Das ist also die endovaskuläre Therapie. Das ist die herkömmliche Therapie mit den Platenspiralen. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Techniken. Und äh, die neueste Technik ist so ein ganz speziell angefertigtes Körbchen, was dann genau in dieses andere zum Beispiel reinpasst, was wir auch von innen dann einführen würden. Also immer die Frage, Clip oder Keul, damit ist gemeint offene Operation oder endovaskuläre Behandlung. Es wird zwar weniger und weniger operiert, aber trotzdem brauchen wir immer noch die Operationen. Ähm, bei einigen Fällen zum Beispiel, wenn, wenn wir eine große Blutung im Gehirn haben, die auch noch entfernt werden muss, dann müssen wir. Die Blutung entfernen und zugleich das Aneurysma dann mit einem Clip verschließen. Oder aber wie hier, wenn es hier nur so ganz kleine Ausziehungen gibt und die für uns so schwer zu behandeln sind, dann ist es auch ein Fall, wo dann die Neuschauungen, wie Sie hier sehen, so Clips draufsetzen und das mal damit verschließen. Aber in den allermeisten Fällen, und dazu komme ich jetzt, also eine kurze Vorrede noch dazu. Man hat natürlich auch versucht, wissenschaftlich zu ergründen, was ist denn besser. Und da hat man vor vielen Jahren schon eine Vergleichsstudie gemacht und hat die Patienten entweder mit dem Clip behandelt oder mit den Coils. Und dabei hat sich eben herausgestellt, dass die, das Ausmaß der neurologischen Beeinträchtigung, also Lähmungen, Schlaganfälle und solche, sonstige Komplikationen, die bei dem Eingriff passieren, mit dem neurochirurgischen Clipping höher sind als mit dem Coiling. Und seit dieser Studie, die ist auch schon ein bisschen, liegt auch schon ein bisschen länger zurück, ist eigentlich klar, dass bei SABs zumindest, aber auch bei nicht rupturierten Aneurysmen, eigentlich, wenn es möglich ist, eine Therapie gemacht wird, weil das Risiko einer Schädigung oder einer Komplikation geringer ist als bei einer offenen Operation. Und wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Ich will Ihnen gleich mal ein paar Beispiele am Bild zeigen, damit Sie sich besser, ein bisschen besser vorstellen können. Der klassische Fall ist, hier das Coiling. Was dann auch schon relativ bald dazu kam, war das Coiling plus ein Ballon im Gefäß, um das Gefäß zu schützen. Dann kann man das Aneurysma vollständig ausfüllen und das Gefäß bleibt dabei offen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, das Schöne ist, den Ballon zieht man dann wieder raus. Die andere Variante ist hier so ein Stent davor zu setzen, der auch verhindert, dass das Gefäß in Mitleidenschaft gezogen wird. Da muss man eine, für eine gewisse Zeit Medikamente nehmen, weil der Stent im Gefäß verbleibt und erstmal von einer Gefäßhaut überwachsen wird. Und in der Zwischenzeit muss man Medikamente nehmen, damit sich keine Blutgrenze bilden. Ähm, noch etwas feiner ist dann diese Technologie: das sind ganz dünnmaschige Stents. die nennt man zu Neudeutsch Flow Diverter, also ein Umverteiler des Blutflusses. Und da braucht man gar keine Colts mehr zu verwenden, sondern die sind so dünnmaschig, dass die dann das Gefäß das andere mal vollständig verschließen. Ganz neu sind jetzt diese Implantate, die sozusagen maßgerecht geschneidert sind auf das Aneurysma und mit einem Korken die werden dann sozusagen wie ein Korken im Aneurysma abgesetzt. Das ist ein ganzer Korken, das nennt sich WEB. Und das ist der neueste Schrei, das, ist, das sieht ja fast aus wie so ein kleines UFO. Das ist wie so eine Untertasse, wo eben nur ein Teil von so einem Korken abgesetzt wird. Und das kann auch schon dazu führen, dass das Aneurysma verschlossen wird. Also das sind viele technische Möglichkeiten, die wir heute haben. Hier nochmal das Bild, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Dieses Aneurysma hat er geblutet. Dann ist hier ein kleiner Katheter reingeschoben. Sehen Sie hier. Und da sind dann die kleine, kleinen äh, Plattenspiralen drin. Und dann ist das mal verschlossen. Das ist das normale Coiling, was wir viele, viele Jahre als einzige Methode hatten. Ähm, das ist hier dieses mit Ballonschutz. Sie sehen, hier ist der Ballon drin. Dann werden die Spiralen eingeführt. Hier nochmal im Röntgenbild. So sehen wir das. Der Ballon ist aufgedehnt mit Kontrastmittel und schützt das Gefäß. Der Mikrokatheter ist am Aneurysma. Hier kommen dann in die Spiralen rein. Und dann sehen Sie am Schluss, hier ist es nochmal am Schluss gezeigt und das mal ist vollständig ausgeschaltet, weil es jetzt mit diesen Plattenspiralen verschlossen ist. Ähnlich funktioniert das mit dem Stand. Hier haben Sie jetzt also das Schema. Das Stand wird in, in das Gefäß eingelegt. Und der Katheter liegt im Aneurysma. Sie sehen jetzt von dem Stand in dem Röntgebild nur die, den oberen Teil hier und den unteren Teil da. Und Sie sehen dann hier im Abschlussbild, das Aneurysma ist hier auch vollständig verschlossen. Und der Stand liegt allseits der Gefäßwand an. In dem Fall muss man drei Monate Aspirin und ein anderes Medikament nehmen, um die Blutgrennung so ein bisschen zu beeinträchtigen, damit der Stand vernünftig einwachsen kann. Dieses Beispiel hatte ich Ihnen vorhin gezeigt. Das war eine Patientin mit einem großen Aneurysmen und einem angrenzenden, einer angrenzenden Schwellung im Gehirn und Schwindelsymptomatik und Doppelbildern. Und hier kann man natürlich dann die Stents unterschiedlich kombinieren. Hier sind sogar zwei Stents verwendet worden. Einer, der in die eine Arterie geht und ein weiterer, der in die andere Arterie geht. Und dann kann man hier, wenn man die beiden Arterien geschützt hat, eben die Coils einsetzen und das mal vollständig verschließen. Und dieses ist das Beispiel eines Flower-Wörters, also eines Flussverteilers. Das ist ein ganz dünnmaschiger Stent, Das sieht fast aus wie so ein, ein Seidenstrumpf. Und der wird dann hier äh, in das Gefäß eingelegt. Und Sie sehen zunächst noch die Durchblutung. Dann ist es aber so, dass dann langsam eine Gefäßwand drüber wächst. Und dann sehen Sie, dann ist dieser Stand vollständig eingewachsen und das Aneurysma ist vollständig verschwunden. Das nennt man dann Floda-Wörter. Auch bei diesen Eingriffen muss man eine Zeit lang die Medikamente Aspirin und Clopidogrel einnehmen. Und das sind jetzt die ein, zwei Beispiele mit den neueren ähm, Materialien, die wir haben, der sogenannte Web, das ist dieser, dieser kleine Gefäßkorken, den man dann hier einführt und wenn das dann drin ist, dann sieht man das hier, dass das Mal nicht mehr durchblutet ist, da geht gar kein Kontrastmittel mehr rein in der Angiografie und das ist in einer 3D-Rekonstruktion so sah das Mal aus vor der Behandlung. und so sieht er dann in der Kontrollangiographie sechs Monate nach der Behandlung aus. Das anderes Mal ist vollständig verschlossen und die angrenzenden Athen sind geöffnet. Das ist ein optimales Ergebnis. Das ist ist verschlossen und das kann nie wieder gefährlich werden. Und das ist dieser neue, die neue Methodik, das ist wie ein Teil von diesem Korken, nur den, wo dann ähm, diese Untertasse sozusagen nur in die Basis des Aneurysmas eingelegt wird. Und auch da ist es so, dass der Fluss dann so umverteilt wird, dass der obere Teil des Aneurysmas langsam zutrombosiert und dann nur noch die Ader offen bleibt und das Aneurysma verschlossen wird. Man muss wie gesagt bei, wenn man Stent nimmt äh, oder Flurderwörter nimmt, muss man Medikamente nehmen. Das eine ist Aspirin, das kennen Sie alle. ASS, Aspirin, 100 Milligramm. Und das andere heißt Clopidogrel. Plavix ist ein Markennahme und wir müssen immer sicher gehen, dass die Thrombozytenfunktionshemmung, die Plättchenhemmung, ausreichend ist. Deswegen machen wir mal eine Messung vorher, um zu sehen, dass es wirkt. Wenn es nicht ausreichend wirkt, würden wir die Medikamente auf neuere Medikamente umstellen, weil das wirklich entscheidend ist, um das Risiko des Eingriffs, nämlich das Risiko eines Schlaganfalls, zu minimieren. Und wenn dann die Behandlung vorbei ist, ähm, weil wir nur Coils genommen haben oder diese neuen ähm, ähm, Implantate, dann brauchen wir keine weitere Medikation. Wenn wir aber Stents oder da drin haben, dann muss man für zwei bis sechs Monate diese Medikamente nehmen. Was <laughs> wird aber in der Regel alle sehr gut vertragen und ist auch von der Blutungsgefahr weniger gefährlich als Markomar zum Beispiel. <laughs> Wenn wir behandelt haben, dann ist es so, dass wir einmal noch eine Angiografie machen müssen und danach im Kernspinn kontrollieren, dass das ein anderes Mal verschlossen bleibt, aber auch im Langzeitverlauf die Patienten immer wieder kontrollieren, nach drei und nach acht Jahren. Warum? Wir wissen, dass Patienten, die das ein Aneurysma hatten, auch ein erhöhtes Risiko haben, ein neues Aneurysma zu entwickeln. Und das ist der Hauptgrund. Zum einen eben die Kontrolle des Behandelten und zum anderen zum Ausschluss, dass sie ein weiteres Aneurysma bildet. Ich möchte nochmal die Gelegenheit ergreifen, auf unsere wesentlichen Untersuchungsmethoden nochmal zurückzugreifen, damit es da nicht zu Verwechslung kommt. Der Klassiker ist die Computertomographie. Das ist eigentlich sozusagen das Instrument, wenn ein Patient als Notfall in die Klinik kommt mit einem Schachanfall, aber auch mit einer Aneurysmablutung, dann würde er in CT untersucht werden, weil alles Wesentliche im CT zu sehen ist und das schnell gemacht werden kann. Das ist so ein offener Ring, bei dem es im Regel kein Problem gibt. Etwas schwieriger ist es dann schon bei der Kernspintomographie. Viele Patienten haben Platzangst. Das kann man auch mit Medikamenten, wenn es sein muss, auch behandeln oder für die Untersuchung so einstellen, dass es geht. Aber das ist eben die sogenannte tiefe Röhre oder die Kernspintomographie, dieses Gerät, was ohne Röntgenstrahlen arbeitet, aber eben sehr laut ist und man muss in die Röhre rein. Das wäre für uns in diesem Zusammenhang eher ein Instrumentarium für die Verlaufsuntersuchung. In der Regel kein Problem, also Kernspintomographie. Im Verlauf ungefährlich und ähm, das, was wir jetzt äh, bei der Behandlung immer benutzen, ist die Angiografie. Da liegt der Patient offen auf diesem Tisch und wir haben hier zwei Ebenen, wo wir dann sehen können, wie sich unsere Katheter bewegen und das sehen wir an diesem Bildschirm. <laughs> Zeige gleich noch ein Bild, wie das bei uns aussieht und da ja jeder Patient der ein, ein zufälliges Aneurysma entdeckt hat, bei uns angiografiert wird. Es sei denn, wir würden schon vorher sagen, das Anehrhysma, das Rupturrisiko ist so gering, dass wir noch nicht mal Angiografieren brauchen, aber das müssen wir im Einzelfall uns angucken. Meistens machen wir eine Angiografie, um eben genau zu evaluieren, wie sieht das Aneurysma aus. Und wie geht nun eine Angiografie vor sich? Wir müssen ja, das Rote ist die Arterie, die Arterie punktieren, um in die Heizarterien zu gelangen. Früher haben wir das fast regelhaft hier mit einer Funktion der Leistenarterie gemacht. Heute machen wir es nahezu ebenso regelhaft. Über eine Punktion der Armarterie. Das ist wesentlich angenehmer für den Patienten, weil man eine Druckmanschette kriegt. Man muss keine Bettruhe einhalten und man kann nach vier Stunden wieder nach Hause gehen. Wenn wir doch eine, die, Becke, die Beckenarterie punktieren müssen, das kann aus verschiedenen Gründen immer noch vorkommen, dann gibt es einen Druckverband. Man muss fünf Stunden Bettruhe einhalten und muss das, kann aber nach sechs Stunden auch nach Hause gehen. Die meisten Patienten haben natürlich einen enormen Respekt äh, vor so einer Untersuchung und befürchten viel. Tatsächlich ist es aber so, dass die Untersuchung zwar invasiv genannt wird, weil wir in die Arterie eindringen, aber ein sehr geringes Risiko hat. Und ich sage an allen Patienten auch heute wieder, die mit großer Angst kommen, danach werden sie sagen, es ist nicht so schlimm gewesen. Und das sagen auch die allermeisten. Nicht alle, aber die allermeisten, weil es eben doch keine Schmerzen bereitet und auch bei der Untersuchung. Das Einzige, was man merkt, ist, dass, wenn Kontrastmittel gegeben wird, dass es dann in der Region heiß wird, zum Beispiel in der Gesichtshälfte oder am Arm. Äh, aber wenn man weiß, dass das kommt, ist es überhaupt nicht unangenehm. Und wir können eben sehr große und wichtige Informationen oder wichtige Informationen im Detail aus der Angiografie herausfinden. Nicht? Also, das wäre jetzt der Weg über die Leiste. Man geht dann hier die Leistenantee hoch in die Hauptscharader, die Aorta, biegt, bevor es zum Herzen geht, hier kommt ja das Herz. Wir, biegen wir dann ab und gehen entweder in die Halsschachader oder in die hintere Vertebralarterie, in die Nackenarterie rein, um uns dann die Gehirnarterien anzugucken. Und so sieht das dann aus. Das ist sozusagen ein Bild. Ich stehe jetzt hier am Patienten, da wir jetzt die Funktion in der Leiste und der Patient liegt hier in der Angiografie mit den zwei Ebenen, aber er ist wach und wir können es miteinander unterhalten. Und wenn es irgendwelche Beschwerden gibt, dann können wir das in Ruhe besprechen. Und in der Regel ist es eine ganz entspannte Untersuchungssituation. Das, was wir jetzt in letzter Zeit eben regelhaft machen, ist, weil es für die Patienten angenehmer ist, eine Punktion mit einer sehr dünnen Nadel hier in der Armarterie, in der Arteria radialis. Dann wird eine kleine Schleuse eingeführt und über diese Schleuse können wir den Katheter einführen und die Untersuchung durchführen. Und am Schluss kommt dann so ein kleiner Druckverband drauf, der bleibt zwei Stunden drauf. Wir lassen immer ein bisschen Luft ab und der Patient kann ganz normal sich bewegen und kann dann nach drei oder vier Stunden nach Hause gehen, wenn das alles unauffällig aussieht ja, ich hoffe ich habe ihnen einen guten überblick geben können über äh, das, was ein aneurysma ist, welche gefahren drohen, ähm, welche untersuchungen wir machen, äh, worauf wir wert legen, was wichtig ist. Ähm, und ähm, bin natürlich für fragen, ich freue mich über alle fragen und kommentare, die von ihnen jetzt im chat noch kommen. Ähm, ich möchte nochmal zusammenfassen. Ähm, wenn ein Zufallsaneurysma gefunden wird, incidentelles Aneurysma sagen wir Mediziner, aber nennen wir es Zufallsbefund-Aneurysma, das wird meistens in der Kernspintomographie gefunden und dann sollte man eben in ein neurovaskuläres Zentrum gehen. Was ist ein neurovaskuläres Zentrum? Das ist eine Klinik, die sowohl Neurologie, Neurochirurgie als auch Neuroradiologie vorhält, weil da und nur in einem solchen Krankenhaus, es gibt gar nicht so viele, die Expertise vorhanden ist ein Aneurysma zu behandeln und vor allen Dingen auch die Komplikationen zu behandeln, wenn es welche geben sollte. Wir machen immer eine diagnostische Angiographie, um uns das Mal genau anzugucken. Hatte ich Ihnen eben viele Beispiele gezeigt, in der Regel über die Armmaterie. Und dann gucken wir uns gemeinsam an in einer Konferenz, ähm, ob wir meinen, dass das Mal das behandelt werden sollte und wie es behandelt werden sollte und einigen uns dann auf ein Verfahren, was wir den Patienten vorschlagen. Es gibt durchaus auch sehr wohl Befunde, wo wir sagen, das Blutungsrisiko ist geringer als das Behandlungsrisiko. Und dann würden wir dem Patienten auch empfehlen, konservative MRT-Kontrollen zu machen. Und dann, wenn wir dann sehen würden, dass es ein so anderes Mal größer wird, dann würden wir eine Behandlungsempfehlung aussprechen. Wir haben inzwischen viele Möglichkeiten, die ich Ihnen eben gezeigt habe, dass wir auch Schwierige, auch breitbasige Aneurysmen behandeln können. Also im Prinzip können wir bis auf wenige Ausnahmen fast alle Aneurysmen inzwischen endovaskulär, also mit dem Katheter behandeln. Ähm, wichtig ist, die Medikation einzunehmen vor der Behandlung und vor allen Dingen auch nach der Behandlung. Was gar nicht gut ist, ist, wenn man eine Stentbehandlung erhalten hat und dann nicht ausreichend lange seine Plättchenhemmung einnimmt. Das muss unbedingt vermieden werden. Aber normalerweise gibt es ja einen Arztbrief mit, wo das drinsteht und wo eigentlich die Empfehlung klar ausgesprochen wird. Und wenn das ein anderes so behandelt ist, auch wenn es nicht behandelt ist, aber vor allen Dingen, wenn es behandelt ist, in beiden Fällen müssen wir eine Verlaufskontrolle einmal mit der Angiografie machen und dann im weiteren Verlauf mit immer größeren Abständen in der MRT. Wenn ein anderes Mal da ist, ist erstmal die Beunruhigung groß, aber wenn es behandelt ist und wenn es dann erfolgreich verschlossen ist, dann ist man die Sorge los. Und das ist eigentlich immer unser Ziel. Ja, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und. Ähm, Freue mich, wenn Sie noch Fragen haben oder äh, vielleicht noch Kommentare oder irgendwas noch Ihnen einfällt dazu. Ähm, Im Moment sehe ich jetzt hier im Chat einen Kommentar. Vielen Dank, sehr gute und klare Darstellung. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Das freut mich, dass es klar geworden ist. Eine Frage kommt jetzt: Wie groß ist die Gefahr? dass bei einer Operation wegen einer SAB zu einer neuen Blutung aus dem Aneurysma kommt. Ähm, also das ist so, wenn, wenn eine SAB eingetreten ist, dann muss das Aneurysma behandelt werden. Da gibt es überhaupt gar keine Alternative. Weil ähm, immer wenn ein Aneurysma eingerissen hat, also man muss es sich so vorstellen. Das Aneurysma reißt ein, es gibt die Blutung, es gibt den Kopfschmerz und dann kommt es zunächst spontan dazu, dass das Aneurysma wandt, dass die sich wieder verschließt. Wenn das nicht so wäre und es dauerhaft blutet, dann ist das nicht zu überleben. Also das sind diese 10 bis 15 Prozent, die sozusagen versterben, bevor sie ins Krankenhaus kommen oder die, zu, die ins Krankenhaus kommen und es ist schon alles zu spät. In aller Regel verschließt sich das Aneurysma wieder kurzfristig, aber ist dann immer gefährlich für eine neue Ruptur. Und man sagt sozusagen, mit jeder erneuten Ruptur ähm, steigt die Mortalität um 10%. Also wenn die erste Ruptur eine Mortalität-Todesrate von 10% hat, hätte die nächste schon eine von 20%. Also wenn wir eine Blutung haben, dann müssen wir das Aneurysma schnell entdecken und dann müssen wir es schnell verschließen. Also wir haben überhaupt gar keine Wahl. Wir müssen es verschließen. Dass jetzt unter dem, unter der Behandlung es äh, zu einer Blutung kommt, bevor wir das Aneurysma verschließen, gibt es zwar, aber ist sehr selten. In aller Regel ist es so, dass wir das Aneurysma eben, wenn wir es rechtzeitig entdeckt haben, dann können wir es rechtzeitig verschließen, bevor es zu einer erneuten Blutung kommt. Deswegen ist eigentlich das Risiko, dass es bei, der, bei dem Eingriff zu einer Blutung kommt, gering. Es kann natürlich eine Komplikation geben, dass wir dann äh, bei dem Eingriff äh, nochmal das Aneurysma perforieren, aber dann können wir es ja auch sofort wieder verschließen. Wir haben es dann unter Kontrolle. Ähm, insofern ist es also abschließend nochmal zu sagen, wenn es eine Blutung gab, dann müssen wir schnell diagnostizieren und müssen es auch schnell verschließen. Gut, die Frage ist wohl abschließend beantwortet. Jetzt sehe ich erstmal keine weiteren. Wie viele Teilnehmer waren denn jetzt dann da? Sechs Teilnehmer, ja. Vielen Dank für die, für die sechs Teilnehmer. Es hatten sich etwas mehr gemeldet, aber das Wetter war natürlich zu gut, dass einige dann doch nicht dabei waren, aber ähm, die der Vortrag ist, wird aufgezeichnet und kann auch noch später abgerufen werden und man kann sich das man kann das ja auch gerne weiterempfehlen. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich nochmal ganz herzlich für Ihr Interesse bei diesem schönen Wetter und ähm, wie gesagt, Sie können gerne weitergeben, dass es diese Vorträge auf Internet über Internet abzurufen sind und bei Fragen stehen wir über die Sekretariate Neuroradiologie, Neurochirurgie oder auch Neurologie bei Fragen über Aneurysmen, bei der Diagnostik, bei der Nachbehandlung und so weiter und so fort gerne zur Verfügung und sind äh, über telefonisch oder auch über E-Mail erreichbar. Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.